Leute, wir sind gerade am Weg. Wir sind auf der Fähre nach Krabi. Die schmeißen einfach so das Gepäck in den Tank und im Fall von Regen oder so schmeißt es einfach eine Plane drüber. Da ist das ganze Gepäck von den Reisenden. Und so sieht die Fähre dann aus. Beziehungsweise die da drüben, die schauen alle gleich aus irgendwie. Jetzt die erste Nacht im neuen Hotel verbracht. Das ist unser kleiner Balkon mit Jacuzzi. Wir schauen da irgendwie so auf den Garten. Wir sind aber nur mehr eine Nacht da, danach haben wir so eine Poolvilla. Ines und ich, wir haben gestritten, deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt zwei getrennte Betten haben. Ich habe gesagt, ich will mindestens 40 cm zwischen. Schatz, stimmt's? Ja. Sind pupst du zu viel in der Nacht. Wir schauen uns jetzt gemeinsam das Frühstück an, Leute. Mal schauen. Ich hoffe, es gibt Schoko Pops, das ist mir das Wichtigste. Und gute Früchte. Ich nehme euch jetzt mit und wir checken das gemeinsam ab, Leute. Yo! Leute, schaut sich das mal an. Da wie auf so einem Steg, der so vorne zusammengeht, wie auf der Titanic, und können das ganze Meer überblicken, und da hinten sind extrem viele so kleine Inseln, so Riesensteine, die rausragen, den Bäume wachsen, und es sind sicher locker 1 Kilometer, aber vielleicht schaffen wir es mit der Drohne dorthin. Das müsste sich theoretisch ausgehen. Es kommt nur darauf an, über Wasser hat man manchmal Interferenzen, wo man dann nicht so weit fliegen kann, aber laut technischer Beschreibung kommt man bis zu 7 Kilometer weit. Müsste ich theoretisch ausgehen. Wir werden es gleich mal abchecken nach dem Frühstück. Leute, habt ihr die geilen Inseln da hinten gesehen? Das sind die Hong Islands. Und da werden wir mit diesen Longtail-Booten, die da stehen. Auf jeden Fall werden wir sich das checken. Wir werden da rüberfahren. Da gibt es so einen geilen Strand, wo wir wahrscheinlich fast ganz alleine sein werden. Okay. Oder zumindest halt nicht so viele Leute. Schwimmen. Gehen wir schwimmen, Ben. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo zu deinen Fans. Ben, ja, da, hallo. Listen. Leute, ich will ja nicht angeben, aber schaut sich mal den Ausblick an. So viel habe ich bis jetzt geschafft. Und den Rest, glaube ich, werde ich nicht austrinken können. Der ist einfach zu heftig. Außerdem habe ich eine ganz traurige Nachricht zu verkünden. Die haben unser Badeschaffel mitsamt einigen Spielzeug und unsere Liegematte haben die voll auf Kulanta liegen lassen und nicht damit aufs Schiff geben bei der Fähre. Die Fähre ist einfach ohne Ben sein Schwimmschaffel losgefahren und ohne unsere Liegematte, wo immer sein Schaffel draufsteht. Das finde ich ziemlich traurig. Bist du traurig, Ben? Ja, deswegen müssen wir uns jetzt einen Weg machen und Spielzeug kaufen. Los geht's, Leute. Hier,
checken, ob man die Karte mit haben. Die braucht man nämlich, um die Tür zu öffnen. Der Ben ist natürlich wieder mal der Manduka, so nennt man dieses Zeug. Seine Marke, sagt Ines. Alle werdenden Väter und alle Mütter oder an alle Leute mit Kindern. Ich kann dieses Ding nur empfehlen. Es ist perfekt, wie ein Rucksack, einfach nur umzuschnallen, leicht zu adjustieren. Kann man vorne und hinten tragen. Und Ben taugt es einfach und er schlaft auch immer drin ein. Kaufen! Zeige ich noch schnell unser Auto. Suzuki Ciaz, kenne ich auch nicht. Auch noch nie gesehen. So heiß wahrscheinlich, oder? Wow! Let's start the engines. Unser Buggy auch immer mit dabei, natürlich. Oh. In Thailand kann ich jedem nur empfehlen, schaut, wenn ihr euch Autos ausbaut, dass ihr immer mit Automatik das nehmt. Es ist ziemlich umständlich, rechts zu fahren und mit links zu schalten, glaube ich, und dann auch auf den Straßenverkehr zu achten. Also let's go, guys. Es hat ungefähr 50 Grad im Auto. Leute, wir stehen gerade mitten auf der Straße. Bin ich jetzt kurz stehen geblieben, damit ich da kurz mit der Drohne fliegen kann und euch das mal kurz zeigen kann, wie die Landschaft da ausschaut, weil das einfach so richtig geil ist. Da stehen einfach so richtige 200 Meter hohe Felsen, die voll bewachsen sind, alles voll grün, hoppala. Voll mit Bäumen zupflastert und so weiter. Schaut richtig leer aus. Ich fliege jetzt einmal schnell und zeige euch das. Schon geil, Krabi, oder? Was die Landschaft angeht, das ist da echt ein Traum. Das ist alles grün, extrem leimend da mit diesen Felsen und so weiter. Wir sind jetzt gerade auf dem Markt stehen. Wir mal schauen, ob es da ein Spielzeug gibt oder so. Brauchen auf jeden Fall wieder so ein Spielbecken für den Felsen.